Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, was um Himmels Willen war das in der Nacht zum Sonntag? Wer hat diesen unfassbaren, schweren Gewaltexzess in Stuttgart ausgelöst? Geschäfte geplündert, Polizisten angegriffen, Passanten zusammengetreten. Eine nie dagewesene Dimension offener Gewalt erschüttert Deutschland. Denn dass sich mehrere hundert Menschen Straßenschlachten mit der Polizei liefern, das kannte ich bisher nur aus dem Fernsehen. Aus fernen Staaten mit langjährigen wachsenden Wirtschafts- und Sozialproblemen. Aber doch nicht aus unserem wohlhabenden und wohlbehüteten Deutschland. Auch die These von einer übermütigen Partyszene greift meines Erachtens nicht. Ich habe im Fernsehen gewalttätige junge Männer gesehen, die ihren Hass auf unseren Staat ausleben. Einfach so. Kriminelle, die vor einem Angriff auf Leib und Leben von Polizeibeamten nicht zurückschrecken. Deshalb fordern wir Freien Wähler, rasch Ursachenforschung zu betreiben und Konsequenzen zu ziehen. Gerade jugendliche Straftäter müssen in Deutschland schneller abgeurteilt werden. Dazu benötigt unsere Justiz mehr Personal und eine bessere technische Ausstattung. An sozialen Brennpunkten werden wir um nächtliche Verbote von Alkohol und Glasflaschen auf öffentlichen Plätzen nicht herumkommen. Auch die Medien tragen in unserer zunehmend gespaltenen Gesellschaft besondere Verantwortung. Wer etwa Polizisten auf eine Stufe mit Müll setzt, der macht extremistisches Gedankengut salonfähig und riskiert, dass aus kruden Worten rohe Gewalt wird. Am wichtigsten aber ist es mir heute, unseren Polizeibeamtinnen und Polizeibeamten erste Hilfe zu leisten. Sie bedürfen jetzt unserer uneingeschränkten Solidarität. Dazu empfehle ich euch eine Online-Petition unseres innenpolitischen Sprechers und ehemaligen Polizeibeamten Wolfgang Hauber. Gewalt gegen Polizei stoppen, Einsatzkräfte schätzen und noch besser schützen, heißt sie. Bitte unterschreibt auch ihr und setzt auf diese Weise ein unmissverständliches Signal der Unterstützung für diejenigen, die jeden Tag für uns den Kopf hinhalten. Denn wenn die Gewaltnacht von Stuttgart Schule macht, ist der Tag vielleicht nicht mehr so fern, an denen in Deutschland niemand mehr Polizist werden will. Bitte bleibt gesund und Gott schütze euch.